Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer europapolitischen Jahrestagung. Hat inzwischen schon eine kleine Tradition und es freut mich sehr, dass sie doch auf eine so lebhafte Resonanz stößt. Einerseits ist das Thema natürlich brennend aktuell. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, um über Europas gemeinsame Zukunft zu sprechen, gemeinsam nachzudenken, nicht nur Statements auszutauschen. Andererseits gibt es ja eine unübersehbare und unüberhörbare Flut von Veranstaltungen, Debatten, Publikationen zu diesem Thema, was erstmal ein gutes Zeichen ist, weil es heißt, dass die europäische Debatte wirklich neu in Gang gekommen ist und mit viel Leidenschaft und Werf auch geführt wird. Wir haben den Titel Europas gemeinsame Zukunft sehr bewusst so gewählt, wollen also nicht nur darüber sprechen, welche Wege wir einschlagen müssen, um die aktuelle europäische Finanz- und Schuldenkrise zu überwinden, sondern diese Debatte um die Zukunft der Europäischen Währungsunion und im erweitersten Sinne die Zukunft der EU als verfasste politische Gemeinschaft in einen größeren Kontext zu stellen, also in den Zusammenhang der Frage, wie eine europäische Gemeinschaft aussehen soll und kann, die vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer reicht. Dahinter steckt die alte Idee, um Gorbatschows Formulierung aufzugreifen, des gemeinsamen europäischen Hauses. Und es wäre ein historischer Fehler, wenn wir die innere Konsolidierung der EU gegen eine aktive Regional- und Nachbarschaftspolitik ausspielen würden, die diese Perspektive offen hält. Weder dürfen wir den europäischen Osten abschreiben und eine neue Teilung Europas in eine demokratische und eine autoritäre Sphäre akzeptieren, die sich gegenwärtig andeutet, noch können wir es uns leisten, bloße passive Zuschauer bei den Umwälzungen zu bleiben, die gegenwärtig den Nahen und Mittleren Osten erschüttern. Aber natürlich müssen wir uns intensiv mit der europäischen Finanzkrise befassen, weil das die Voraussetzung ist, um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union im Großen wiederherzustellen. Die seit 2 Jahren schwelende Finanzkrise hat die europäische Architektur bereits grundlegend verändert. Die No-Bail-Out-Klausel, kein Staat haftet für die Schulden eines anderen. Ein Grundstein des Maastricht-Vertrags ist nur noch Makulatur. Die Europäische Zentralbank garantiert die Finanzierung der überschuldeten Staaten und legt einen politischen Zins fest, ab dem sie interveniert. Das Verbot der monetären Staatsfinanzierung, also der Finanzierung von Staatsausgaben aus der Notenpresse, hängt nur noch an einem seidenen Faden. Das Bundesbankmodell hat ausgedient. Eine europäische Bankenaufsicht wird etabliert. Die Refinanzierung von Banken kann über den Europäischen Stabilitätsfonds erfolgen. Das sind fast revolutionäre Entwicklungen. Sie folgten bisher keinem Plan, keinem Konzept von der Zukunft der Europäischen Union, sondern wurden durch die normative Kraft des Faktischen erzwungen. Die Krise wirkt so als Katalysator für eine neue Debatte um die Verfasstheit der EU. Wohin soll die Reise gehen? Wird die Euro-Krise zur Geburtsstunde für die Vereinigten Staaten von Europa? Oder führt sie womöglich zur Verstärkung der intergouvernementalen Methode, bei der die nationalen Regierungen die eigentlichen Akteure auf der europäischen Bühne bleiben? Dass eine gemeinsame Währung eine verstärkte politische Integration erfordert, ist schon fast zu einem Allgemeinplatz geworden. Das Stichwort heißt Fiskalunion. Aber was darunter zu verstehen ist, ist durchaus strittig. Geht es um eine Vergemeinschaftung der Haushaltspolitik, gar um eine gemeinsame Steuer-, Wirtschafts- und Sozialpolitik innerhalb der Eurozone?
Das ist leichter gesagt als getan. Denn die aktuelle Krise hat nicht nur die wechselseitige Abhängigkeit der Euro-Länder offengelegt, sie hat gleichzeitig die wirtschaftlichen, politischen und auch die kulturellen Unterschiede zwischen ihnen deutlicher hervortreten lassen. Von einem starken europäischen Wir-Gefühl sind wir weit entfernt. Stattdessen vagabundieren alte Ressentiments frei durch die Lande. In Deutschland grassiert die Sorge, zum Zahlmeister Europas zu werden, während die Demonstranten in Griechenland den Finanznationalismus der Deutschen geißeln. Man kann das aktuelle Krisenmanagement als überfällige Abkehr von der reinen geldpolitischen Lehre der Bundesbank begrüßen. Aber die ökonomischen und politischen Risiken dieses Kurses liegen auf der Hand. Wenn Gemeinschaftsgarantien, sei es durch die Zentralbank oder den Europäischen Stabilitätsfonds, die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten aushebeln, wird es gefährlich. Denn die Haftung für die Folgen der eigenen Politik ist auf Dauer die einzig wirksame Schuldenbremse. Auch demokratiepolitisch ist es fragwürdig, Operationen mit enormer finanzieller und politischer Tragweite an die EZB zu übertragen, die keinerlei parlamentarischer Kontrolle unterliegt. Die Frage ist also, mit welchen institutionellen Arrangements die Europäische Union am besten aus der Krise kommt. Folgt man Jürgen Habermas, gibt es nur die Alternative zwischen der Übertragung zentraler Souveränitätsrechte an die europäischen Institutionen oder einem Rückfall in ökonomischen Nationalismus. In dieser Perspektive, die auch innerhalb der Grünen von vielen geteilt wird, ist verstärkte europäische Integration identisch mit Souveränitätstransfer von den Mitgliedstaaten zu den europäischen Institutionen, vom Bundestag auf das Europaparlament, von der Bundesregierung zur Kommission, von der Bundesbank zur EZB, vom Bundesverfassungsgericht zur Europäischen Gerichtsbarkeit. Der Prozess der europäischen Einigung wird als Staatswerdung der EU gedacht, als finales Fortschreiten von einer Staatengemeinschaft zu einem europäischen Bundesstaat. Diese Perspektive wird allerdings von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht geteilt. Folgt man den Umfrageergebnissen des Allensbach-Instituts für Demoskopie in der Bundesrepublik, lehnt die überwältigende Mehrheit der Deutschen das Projekt der Vereinigten Staaten von Europa ab, sofern darunter eine Zentralisierung der Politik auf europäischer Ebene verstanden wird. Die Bürger wünschen sich auf europäischer Ebene eine intensive Kooperation, aber keine weitreichende Preisgabe nationaler Souveränitätsrechte. Das ist ein interessantes Phänomen. Vom 19. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren die europäischen Führungseliten Protagonisten nationaler Machtpolitik, die unseren Kontinent an den Rand des Abgrunds getrieben hat. Inzwischen sind sie Vorreiter eines postnationalen europäischen Projekts. Dagegen fürchtet die Mehrheit der Bevölkerung, dass sie immer weniger Einfluss auf die Geschehnisse hat, die ihr Leben bestimmen. Man kann dem entgegengehalten, dass Europa seine Souveränität in einer globalisierten Welt nur behaupten kann, wenn es seine Kräfte bündelt. Der springende Punkt ist, wie man sich dieses vereinigte Europa vorstellt. Als ein von einem politischen Zentrum ausregiertes Gebilde oder als eine Gemeinschaft europäischer Staaten mit starken gemeinschaftlichen Institutionen. 68% aller Deutschen wünschen sich mehr Bürgernähe der Politik. Wie bringen wir das mit der Forderung nach mehr Europa zusammen? Mir scheint der Doppelcharakter der Europäischen Union als eine Union der Staaten und der Bürger die angemessene Antwort auf diese Spannung zwischen europäischer Einheit und Vielfalt. Die Staaten bilden Unterbau für die Gemeinschaftsinstitutionen, in denen wir uns als Europäer erkennen und verhalten. Das gilt insbesondere für das Europäische Parlament. Diese Spannung zwischen nationaler Besonderheit und europäischer Gemeinsamkeit ist geradezu konstitutiv für die Europäische Union. Und das muss sich auch in ihrem institutionellen Gefüge widerspiegeln. In dieser Perspektive geht es um vertiefte europäische Koordination und Kooperation, ohne die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten zu suspendieren.
Die nationalen Parlamente und Regierungen behalten eine maßgebliche Stimme im europäischen Konzert. Perspektivisch läuft das vermutlich auf ein Zweikammersystem hinaus unter strikter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips. Nur das soll europäisch entschieden werden, was europäisch entschieden werden muss. Gestern Abend fand hier im gleichen Saal eine wunderbare Veranstaltung zu Dissidenz und Dissidentenkultur in Osteuropa statt. Adam Michnik, einer der großen Vordenker von Solidarność und heute Herausgeber der wichtigsten polnischen Tageszeitung, erinnerte daran, dass Europa immer ein Fluchtpunkt der demokratischen Opposition im realen Sozialismus war. Europa war und ist die Chiffre für eine freiheitliche politische Kultur. Insofern ist die Europäische Union die beste Erfindung seit der Renaissance und der Aufklärung. An diesem Erbe sollten wir unbedingt festhalten. Ein Europa mit offenen Grenzen und gemeinsamen Institutionen, das kommunale Selbstverwaltung, nationalstaatliche und europäische Demokratie miteinander kombiniert und als ein selbstbewusster globaler Akteur handelt. Ich bin gespannt auf die unterschiedlichen Vorstellungen von diesem Europa, die von unseren Gästen im Verlauf der Tagung formuliert werden, und freue mich auf eine lebhafte Diskussion. Ich bedanke mich sehr bei allen, die bei der Vorbereitung dieser Tagung mitgetan und mitgeholfen haben, vor allem bei unserem Europareferat hier in der Heinrich-Böll-Stiftung, namentlich bei Christine Pitz, unserer EU-Referentin. War ein toller Job. Auch bei Melanie Sorge, der Projektmanagerin für diese Tagung, und bei unserem Tagungsbüro, das als Gastgeberin in den nächsten 2 Tagen für Sie zur Verfügung stehen wird. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich darf jetzt unsere 2 Gäste für die erste Gesprächsrunde auf das Podium bitten. Dankeschön. Schon an. Gut. So, ich darf Ihnen unsere beiden Gäste ganz kurz vorstellen. Sie finden ein paar ausführlichere biografische Angaben in den Tagungsunterlagen. Karin Berger ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Abgeordnete der Nationalversammlung in Frankreich und gehört der Parti Socialist an. Herzlich willkommen. Und unser 2. Gesprächspartner, José Ignacio Torreblanca, ist Senior Research Fellow und Direktor des Madrider Büros des European Council on Foreign Relations, mit dem uns eine langjährige und freundschaftliche Zusammenarbeit verbindet, ein Think Tank zu europäischer Politik, der in den letzten Jahren schon ziemlich viel Furore gemacht hat. Herzlich willkommen, José. Sie sind jetzt natürlich frei, alles zu kritisieren, was ich eben eingangs vorgetragen habe, aber ich würde gerne mit einer Eingangsfrage beginnen, die ein bisschen stärker in die Zukunft reicht, und Sie fragen, was ist eigentlich Ihre Vision von der Europäischen Union in 10 oder 15 Jahren? Wie denken Sie, kommen wir aus dieser Krise heraus und wie sollte die künftige politische Verfasstheit der Union aussehen? Wollen Sie beginnen, Karin? Yes, thank you very much. Good afternoon. Thank you very much for this invitation, for this debate.
I must say that the what you say there as an introduction cannot mean criticize for me. I think you have made a perfect description of the situation. And for your specific question, I would answer that the problem. Would you move the mic a little bit more distant? The problem is that for the first time of the European Union history. We have discovered for the past 3 years that the Union can disappear one day. I think for the first time since 1950, we have realized that it's not a story which is an eternal story, and that we can imagine an end to the European Union and to the Eurozone. And to be very honest, to your question, I would answer, I don't know at all what European Union will look like in 10 years or 15 years, because I'm not fully sure right now that European Union would still exist. It's very hard, problematic, but I want to start with that, because I really believe that we are not completely aware of the situation where we are right now. European Monetary Union doesn't exist anymore for financial markets. The different interest rates which are applied to the bonds of the different Eurozone countries is a demonstration that for the rest of the world, European Monetary Union is not anymore a European Monetary Union. It's, an organization where people have different monetary policy because they have different interest rates, and where people are not at all, okay to help each other and to ensure each other through solidarity, budgetary solidarity. That's the first point, that is, we are not anymore in the same world as we used to be 3 years ago. Of course, I don't know where European Union will be in 10 years or 15 years, but I know what European Union and Eurozone would be in my wishes. I really believe that the next steps, whatever we believe in each of our country, is a mutualization of all the questions of debt. The final point, the ultimate point where we have to go, is to put together the debt, and to put together the ability to answer with only one voice in front of the next crisis, in front of the economic crisis. If we do not manage to reach that point, if we do not manage to reach the Eurobonds solution, then I really believe that we have a simple issue. There is no common solution to a common problem, which is the slow but very clear stop of the European Union, at least in the mind of the other countries. Thanks a lot. José? Thank you. Thank you so much for giving us the opportunity to reflect on the future these days. When you go to a conference and they ask you to reflect on the future of Europe, they mean the next 3 months. So giving me another 9 years to think is quite a gift, and I appreciate that, and really, you know. And then, you know, since when you told us you were going to ask this question, I said, well, it's a bit early for Christmas wishes, but anyway, good, let's give it a try. You know that in the Spanish tradition, we you can ask three wishes because, it's the three holy kings that come to visit kids, so we are allowed three presents. Maybe, you know, some problems come also from there, already, but anyway. I think that the vision is still the same. We all want the same thing. I don't think there are major differences when you ask people, what is that we want? We want an open Europe, we want it to be sustainable, we want it to be fair, we want to be solidarity, both to the inside and to the outside. We want it to be rules-based and value-based rather than power-based. I don't think the vision has changed. The problem is that we've been discussing for so long about European identity, and we have finally found what the single element
which summarizes European identity, and this is the euro. Maybe we didn't choose it. Maybe some people would think that this is nasty or disgusting, or that identity should be other things and should be placed in other things. But at the end of the day, it has come to this. The euro and European identity have become the same thing. So if we don't save the euro, there won't be a future for Europe, and we won't survive. We will become, we would disintegrate, and there would be no European identity, at least on those terms. So saving the euro is absolutely essential. And I think that to do that, we need to close three gaps or three deficits, which are the ones who are threatening its destruction today. One, I think, is a deficit of trust. And I think this is the key one, whether some people think that you're not being solidarity enough, you're not being solidarity enough, that there's a blame game with perceptions which go back to cultural issues, identity issues in all the wrong ways. I think this deficit of trust has to be repaired, but I don't think it's impossible. There are institutions to do this. Conditionality is a good institution to rebuild trust and mutual agreements. The other deficit, I think, is the deficit of convergence among countries. Germany, Spain, no country can live in a union in which year after year you're worse off. If it doesn't pay, there's a very rational option that people will leave. You cannot sustain in any democracy, in any society, you cannot sustain prolonged differences of wealth, income, and so this is incompatible with a common project. And I think that the third deficit we have to fix is also the democratic deficit. For many years, we've been discussing about a democratic deficit in terms of accountability. I think now there is a twist in this. Rather than democratizing the European Union or the technocracy at the European Union being democratized, we've seen a revolving door happening, and the technocracy has colonized national democracies. So just when we were in the attempt to democratize the Union, we found that the national democracies are faltering or are in danger. So we have to rebuild national democracies at the same time that we have to rebuild the European democracy. And this, again, cannot be a zero-sum game in which when I build European democracy, I weaken national democracy and the other way around. And this is, of course, difficult, but it's legitimate, and this is what actually citizens want. Citizens don't want to choose who is it that they love most, dad or mom. You know, they want a democratic European Union and a democratic nation state at the same time. Yeah, ready? Okay. Versuchen wir mal an einige dieser Fäden weiter zu spinnen, die Sie jetzt angesprochen haben. Karin, wenn Sie von der Notwendigkeit der Vergemeinschaftung von Schulden sprechen und Eurobonds als dem Instrumentarium, um die Schuldenkrise zu überwinden und wieder als tatsächlich Währungsgemeinschaft auf den internationalen Finanzmärkten aufzutreten. Was sind aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen für einen solchen Schritt? Und was sind seine Konsequenzen? Ist die Sozialistische Partei Frankreichs bereit, die finanzpolitische Souveränität abzutreten, sich nicht nur gemeinsamen Regeln zu unterwerfen im Hinblick auf die Budgetpolitik, sondern auch einer strikten Kontrolle durch europäische Institutionen, also einer europäischen Finanzaufsicht mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten? Oder wie sieht das institutionelle Gefüge aus, in das aus Ihrer Sicht Eurobonds eingebettet sein müssen? I think that's the key point. In order to, well, once again, for my view is very clear. Without going towards a union for budgetary policy, there will be no issue, no future for the union for monetary policy. But anyway, what do we mean by union with the budgetary policy? I completely agree with you. The question is also the democratic issue. We cannot imagine to go forward in the union for budgetary policy if it is not
to give more power to the European Parliament. The problematic that we have is that right now, some countries inside the European Union, inside the Eurozone, understand understand that less sovereignty for nations means more sovereignty for European institutions, which are not democratic institutions. The key point is to whom do we give our sovereignty? We are okay to lower the sovereignty of our national parliament if it is to increase the power of the European Parliament, not to increase the power of a court of justice something which is not a democratic representation of the European people. I think it's really the key point: to whom do we want to give to abandon our sovereignty? If we agree on the fact that the next step is to be together in the budgetary policy decision, to have only one fiscal way to decide, decision towards fiscal issues, then it's mandatory to give this new power to an institution which is a real democratic one. We cannot give this decision. Was heißt das, dem Europäischen Parlament die Budgethoheit zu übertragen? Was bedeutet das? Ist es mehr als Aufsicht und Kontrolle? Was hat das Europäische Parlament dann über das französische Budget zu entscheiden? I think it's not to decide about the French budget. It is to decide about the European budget. That is, if we believe that the next step are Eurobonds. But Eurobonds are not about the European budget. Eurobonds are about the national budgets. No, Eurobonds are about, in the end, the Parliament, the European budget, or at least the Eurozone, if it exists, a Eurozone Parliament budget. Eurobonds is not to give the possibility of countries to get more debts. Eurobonds is a possibility given to European Union to create a common debt. So the decision has to add another debt on the national debt. Or to mutualize the existent the living national debt in order to create a mutual common European debt. It's the next. We cannot speak about integration from a fiscal point of view if we do not admit that somehow the national debt are not existing anymore. Is your idea to have really common interest rates, common tax policies and common economic policies within the European Union, so a kind of mutualization of fiscal and economic policies between very heterogeneous economic systems? Do you think this would be the way out of the crisis? Really? More conformity, more homogeneity, and what's about the economic differences between the European countries? We really believe that the final point is clearly more integration, more harmonization of the fiscal system, and of course, mutualization means, once again, a unique common debt and not a sum of national debt. The question that you are raising is very important. There are right now differences between economic situation in different countries, but once again, if we do not find a common solution to, lower the difference between these different national economics, then it cannot handle. There will be no unit anymore in the next years, because the difference between the economic situation will increase, and one day or another, as you perfectly say during your introduction point, the people of these countries will say, stop, I don't want to be there anymore. And we can see right now that in many countries of the European Union, the question of being
treated in only one way, which is not the correct, feeling of the people. I speak, of course, of the Greek people. Is really an issue for this country to stay in the Union. Okay, wir werden in der nächsten Diskussionsrunde hier Debatte haben, ein bisschen präziser über die Wege aus der Euro-Krise. Deshalb würde ich jetzt nicht gerne tiefer in die aktuelle Finanzpolitik gehen, sondern ein bisschen stärker über die langen Linien mit Ihnen sprechen. José, wenn Sie in Ihrem Eingangsstatement gesagt haben, entscheidend für das Überleben und die Vitalität der Europäischen Union wird sein, dass wir Vertrauen bilden, dass wir die Kluft des Misstrauens überwinden, die sich gegenwärtig ja eher vergrößert zwischen den europäischen Nationen, und dass wir auch die ökonomische Performance, die ökonomische Leistungsfähigkeit innerhalb der Europäischen Union egalisieren. Das trifft ja einen zentralen Punkt, weil hinter der aktuellen Finanzkrise stehen ja fundamentale ökonomische Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone. Was ist Ihre Vorstellung, jetzt auch wirklich konkret aus einer spanischen Perspektive, was ist notwendig, um die ökonomische Leistungsfähigkeit, ich könnte auch sagen, die Wachstumsdynamik, gerade in der Peripherie, in den Krisenländern wieder zu stärken? Well, peripheral countries have done extraordinarily well for the last decade before the crisis. They were catching up in terms of wealth and convergence. They were even outperforming in some cases some countries at the core of Europe. So that means that it is possible that to have a positive sum dynamic within the European Union. Exports, for example, now export relationship between trade balances between Spain and Germany now are a very good example of this. We are about to break even in our trade relationship with Germany, and both are losing. So in you may say that it's good for Spain to have been able to balance its trade relationship with Germany, but you balance that at 3 billion euro when, you know, in 2007 you had 14 billion euro trade, you know. So we are poorer now in terms of economic exchanges, but also more balanced, you know. So there's a lot to say about were we better off in the past with a huge trade deficit? Of course we were. Now we are both poorer, and Germans are exporting less to Spain, and we are exporting a bit more to Germany. But the overall levels of trade are very low. This is a balance which is a balance which does not benefit the European economy in any way. And the same, you know, with the mutualization of debt. And I wanted to make a point on that, because if we all agree that countries are under strict conditionality to meet these criteria, if countries like this, like Spain change its constitution and then sign the fiscal compact, so you have a double lock on public finances, if our budgets are sent to Brussels before then to the national parliament, so you have a triple lock on budgetary policy, and then you have a fiscal authority making sure that the figures, which independent fiscal authority making sure that the figures that you send to Brussels are the right one, then why is it that we all agree that you should keep your debt below 60%? You cannot mutualize that 60%, and then you can penalize or let the markets penalize anything coming above that, you know. It doesn't make sense, because then countries are in a very uneven race, and this is the deficit of trust. You think I'm cheating, I think you have a hidden agenda, you know. And then we're running, but one hand is tied to my back because you're financing your economy at 6% and the other one is financing the economy at 1%, you know. So unless you define a core of which solidarity is about, then you end up in the same situation like the health insurances in the United States. You allow companies to exclude those with a bad pre-existing health condition out of the insurance. And this is more or less the system that you move into in terms of the assurances of debt. Any reasonable insurance system has to include those who are riskier, of course. You can make it pay a premium, you can supervise
the condition, but you cannot exclude them. You don't do insurances for only for healthy people, you know. Wenn Sie davon gesprochen haben vorhin, dass kein, sagen, europäische Demokratie kein Nullsummenspiel ist, also was die europäische Ebene gewinnt, verliert die nationale Ebene. So wird das ja oft dann gedacht. Man gibt Entscheidungskompetenzen ab an europäische Institutionen und damit reduziert sich der Kreis von politischen Kompetenzen auf der nationalstaatlichen Ebene. Was ist Ihre Vorstellung von dieser europäischen Mehrebenendemokratie? Welche Rolle spielen dabei nationale Parlamente und auch die gewählten europäischen Regierungen? Das sind ja keine undemokratischen Akteure. I think we, you know, we're having this discussion, I think, across Europe, and we will continue having it. We are preparing a paper also at the European Council on Foreign Relations on this, trying to disentangle the many dimensions which we talk about when we deal with questions related with political union. And one thing we miss is that democracy is about having political officials being responsive to the will of the people. It is government for the people, right? So if, no matter how much political institution, political engineering you engage in, changes in the will of people are not reflected in changes of policies, then this will not be a democracy. That is, no matter, so my question is not necessarily whether I will be able to elect the president of the European Commission in the 2014 elections. Suppose that is the president, the current president of the parliament, elected on a wide European list. Suppose we elect a social democrat to be president of the European Commission. What would he be able to do with that power? Would he be able to raise taxes? Would he be able to increase transfers? Would he be able to change the role of the ECB? So, you know, so what is the point of time and again asking people to vote and then telling them that the decision either was the wrong one or irrelevant? And this we're seeing throughout the crisis since 2007. All the incumbents, all the governments have been removed, but policies have not changed. So either the color of the government didn't matter, whether from the left or from the right, they were removed. People said, I want to change, and nothing changed. Then they will vote for extremists. They will go to the extreme right, or they will go for the extreme left because they want change, and this change does not happen. So we've turned, again, this idea of technocracy colonizing the national level. National elections have become referendums again, but in the sort of European way in which there is only one possible answer, you know? And then this is what is turning people against the European Union. So if you bring them to the polls in 2014 to elect somebody, make sure that that somebody can change things. Otherwise, disaffection will continue growing. Just maybe to react to the last analysis, the little point in the last years was that in European Union there was no government from the left wing except Spain. That is the reality was that all the European Union government from 2008 to 2011 were right wing except Spain. So the change is the will of, to change is also a will to change the political orientation of the European Union. I stress that point because the question is not out of any political scheme. The decision that were taken from 2008 to 2011 by the European institution, political one, were systematically conservative ones. And that's something which is to take into account. Anyway, the problematic is doubled by the fact, as you said, that there are some institutions where whatever people are voting, nothing is changing. I will take a very simple example. In France, we have changed our government in May-June, going from right-wing to left-wing after 10 years of right-wing government. Our representative in the European Commission, Mr. Barnier, who is a nice guy, but he's a right-wing. The will of the French people
has no consequence in the political orientation of the French representative inside the European Commission. And I really believe that this distortion of political message is an issue for the way people are seeing the working of the European Commission or European institution globally. Haben Sie denn eine ökonomische Vision von Europa, die sich unterscheidet von der Vorgängerregierung in Frankreich? Was ist Ihre ökonomische Vision jetzt jenseits von Eurobonds und der Frage der Vergemeinschaftung von Schulden? That's already a big difference, but but anyway, there are also a difference of goals. That is Mr. Hollande's objective, and it was very clear during his campaign and very clear, by the way, since he is elected at the European table, is to have a goal of growth in for European Union, to reach growth, to increase growth through public investment, common public investment in Europe, project bond, euro bonds, and that's something that was not at all at the agenda of the former French government. A second very big difference is the with a very, I would say, harsh subject right now, is the regulation, financial regulation. It was not at all on the agenda of Mr. Sarkozy. It is very high on the agenda of Mr. Hollande. And for instance, the banking union, which is part of the what is right now discussed between the European countries, is something which is, well, a step towards the question of financial regulation, common financial regulation, to put financial regulation at the level of the European Union, not national ones. And that's something which is clearly a big difference of economic policy for Europe between Mr. Sarkozy and Mr. Hollande. So there are a lot of differences between, from a political point of view, between the goals, European goals of, at least in France, between the right wing and left wing. Anyway, the question which is raised and which is key, can it be seen in the orientation of European policy? And at that stage, I think due to the way it is working, it's not so obvious for the people. I believe it's possible, but it's not obvious for the people in Europe. Spielt denn in dieser ökonomischen Debatte in Frankreich eine Rolle, welche Art von Wachstum, also welchen Charakter sollen die Investitionsprogramme haben, von denen Sie sprechen? Ich könnte auch ein bisschen direkter fragen, spielt denn Ökologie in dieser Debatte irgendeine Rolle? A key point, because one main subject that Mr. Hollande is raising is to have, let's say, a new European project towards renewable energies. We need to have a common objective on the development of solar energy, wind energy. So you are departing from nuclear energy? And Mr. Hollande, I know that the thing is not very famous in outside France, but he's committed to lower from 75% to 50% the part of nuclear energy in French energy in 7-8 years. So it's a decrease of a third of the nuclear dependency of France, which is a commitment taken by the president. Mm-hmm. And anyway, the question of what are the next steps of the development of renewable energy in Europe is, in the mind of the French government, a very strong example of what could be a new growth goal for the European Union. Mhm. Und gibt es eine entsprechende Debatte in Spanien? Actually, we do, because one of the things which are to be criticized about austerity policies is that they are absolutely blind, and this is done with the consent of the European Commission and the European Parliament, of course, and the European institutions, which for years have been
preaching all the virtues of sustainable economy, research and development, then they don't care whether you cut in building motorways or whether you cut in education. And you don't target the budgets in a smart way. You just behead everything which is above 3%. And this is absolutely irrational and unsustainable. That is, a construction company can decide whether to build 100 kilometers of motorways or 200 kilometers of motorways, but they don't forget how to build motorways by doing less kilometers. But if as a result of current austerity policies in Spain, you are suppressing one out of every five school units because you're merging them, the quality of education would be lower and it will take a whole generation to recover for that. You know, if you cut university professors, you fire researchers and all that, you're just curtailing any possibility of having precisely sustainable structural growth. So there is a very legitimate criticism, not only on austerity in itself not working macroeconomically, but not being wise enough and not exempting like investment in renewable energies from or treating them differently. And I think this is, at the end of the day, going to turn people against even further more against austerity and these policies. Ich komme noch mal auf Ihre Bemerkung von eben zurück, dass Sie sagten, wenn man Bürgerinnen und Bürger wählen lässt, dann müssen die gewählten Repräsentanten auch Entscheidungskompetenzen haben. Und das bezogen Sie auf den Präsidenten des Parlaments oder den Präsidenten der Europäischen Kommission. Wie sieht denn das institutionelle Gefüge aus, dass Sie sich dann für die europäische Ebene vorstellen? Welche Rolle spielt künftig das Parlament? Welche Rolle spielt der Europäische Rat? Hat er überhaupt noch eine Rolle zu spielen? Welche Rolle spielt die Kommission? Well, the thing here is that we know that for the last decade we spend a lot of time trying to come up with a blueprint for a constitution of Europe and for doing something which would lead the European Union very close to political union. In that process, we lost significant bits and pieces of the electorate in the left, as proven in the French case, and on the right, as proven in the Dutch case. So the coalition, the Federalist coalition or the pro-Europe coalition, has grown thinner and thinner in all countries, including Germany. And even within Germany, when I talk to my German and to my French friends, and we were discussing this before, I very much doubt that the visions of those who are intensely pro-Europe in these two countries would converge into a common blueprint to which we could recognize each other and so on. So we can play a lot with the institutions. I don't know to which extent a further politicization of the European political space, if it's done without enough care, would backfire unless we are able first to deliver. Remember that we failed to do the constitution at a time of economic bonanza. You know, the last thing we would want now is to add a political crisis in the European Union because of a failed referendum on European integration in Germany. I don't think that in France they will never do that. Spain was one of the countries which voted in favor of the European constitution. I very much doubt that that referendum would be, even if it was a beautiful question about delivering a fantastic political union in which all Spaniards believe, I really hesitate on whether people would vote yes, because they would be understanding that they've given an opportunity to express their anger, and they would say no, much as it happened in other circumstances. So in theory, there are institutional reforms we can share, and they are wise. But does this mean that they will be supported by people? Spain would be in favor, of course, of even moving to majority decisions in foreign policy and more, a direct election of the president of the commission, giving more power to the parliament. Even if you would have to come up with a new mechanism of control for national parliaments to be there. But the Spanish national parliament and the French national assembly are different from the Bundestag. They don't have such an active role in controlling politics. We believe more in governments doing the control. So we're going to be back where we were one decade ago, and we fail. So we have to be very, very careful. So this is why I think, and probably
this is what people want, that at this point we have to legitimize the European Union by substance, not really by procedure. Mm-hmm. Once we fix the economic situation, once we are able to produce growth, to stabilize public finances, to be on a recovery path, then we can have a debate. But we cannot have political union by December this year just because we will have a banking union to legitimize it at this moment. You know, I don't think we can handle political union in 3 months. at this moment. I completely agree, and I will add something in the substance that we have to put on the table in order to prove that we are still gaining from the union. The social results are crucial. That is, we need to prove to European countries, to European people, that European Union means more social benefits, not less social benefits. I think the key points that the key challenge that we have in the next years is to prove that after Euro, something is possible in order to feel that it's a benefit for everyone to be in the union. Otherwise, people will say, okay, they are focusing on who is exerting the power, who is deciding what countries is the most influential. But what is about me? What is the future for me of the European Union? And that very simple question has only one answer. It's about employment, it's about retirement and pensions, and it's about health system. If we do not find the proof, if we cannot imagine in the next 10 years a way to prove that European Union brings more social benefits to European people, I really believe that the political integration will mean nothing to many people. Interessant. Sagen, wie stark die Frage der politischen Einigung von Ihnen abhängig gemacht wird von sozialen und ökonomischen Fortschritten. Und nicht nur von einer Umverteilung des Weniger innerhalb der Europäischen Union. Ich würde gerne Sie ermutigen, sich in die Diskussion einzuschalten mit Fragen oder kurzen Statements. Wir haben Saalmikrofone, von denen aus Sie das Wort ergreifen können. Gibt es Wortmeldungen? Sonst machen wir hier gleich weiter. Doch, einige sehe ich. Ein bisschen deutlicher. Wäre schön. Ach ja, eine ganze Reihe. Wir fangen mal hier vorne an. Sie können auch das Mikrofon hier im Gang benutzen. Müssen es nur ein bisschen umklappen. Vielen Dank, Herr Fuchs. Ich heiße Wolfgang Klomp, bin von der Concilius AG in München und Berlin. Und die Frage bei dem ersten Panel, welches Europa brauchen wir, wollen wir, kann ich so auch nicht beantworten. Aber ich will sie wenigstens indirekt beantworten, welches Europa wollen wir nicht. Da würde ich sagen, alle im Raum würden sich meiner Meinung anschließen, dass wir das Europa, was die Briten wollen, dass wir das nicht wollen. Also die europäische Integration soll nicht Schluss machen beim gemeinsamen Markt. Und welches Europa wir nun schließlich wollen, wie gesagt, weiß ich nicht, wird keiner sagen können, ist ja auch nie. Die Finalität Europas ist nie irgendwo definiert worden. Die Strategie war immer Learning by Doing oder Trial and Error. Gegenwärtig scheint es eher zu sein, die Strategie Trial and Terror. Aber ich möchte jetzt mal zwei Bemerkungen machen oder beziehungsweise gleich fragen. Was wir zur Überwindung der Eurokrise brauchen, ich glaube grundsätzlich ist mehr Konvergenz. Wie erreichen wir Konvergenz? Per Saldo am zuverlässigsten, per Saldo. Geschieht das durch Brüssel, durch die Peer Pressure des Ministerrates, durch bessere Koordinierung oder geschieht das durch den Druck der Finanzmärkte? Das wäre die Frage an den spanischen Redner. Was hat den Reformdruck in Spanien ausgelöst? Oder allgemein, was hat ausgelöst, dass die Regierungen in allen Schuldnerländern in den letzten Monaten und Jahren vom Tisch gefegt wurden? Dass alle ausgewechselt wurden. Was hat das ausgelöst? Der Brüsseler Ministerrat, ja, wenn ich die Frage so stelle, ist es schon eher eine rhetorische Frage. So, und jetzt Eurobonds oder Vergemeinschaftung. Das wäre die Frage an Karine Berger.
nehmen wir mal an, all die Probleme würden gelöst, die Sie aufgegriffen haben. Der unmittelbare ökonomische Effekt wäre sicherlich, dass die Zinsen, die langfristigen Zinsen, in den Ländern ansteigen, die ihre Haushaltsdefizite mit großer Kraft nach unten gebracht haben. Was wäre jetzt der Effekt bei der Bevölkerung? Stellt man das überhaupt in Rechnung? Was wäre der Effekt bei der deutschen Bevölkerung, bei der finnischen, bei der österreichischen, in anderen Ländern, wenn bei uns die langfristigen Zinsen nicht mehr 2%, sondern 5% wären? Müsste man nicht befürchten, dass die ganze Diskreditierung Europas, die wir heute schon erleben, dass sich das steigert, dass große Zentrifugalkräfte ausgelöst werden und dass alles nach hinten losgeht? Okay. Wird das diese Gefahr, dieses Problem, was ja dem eigentlichen Ziel völlig widerspricht, wird das bei all diesen Ideen überhaupt gesehen? So, das wären meine Fragen. Okay, vielen Dank. Wir sammeln ein bisschen. Just remember the questions. Hier hat der Herr da vorne in der dritten Reihe. Pardon, Manfred Scheich von einem Wiener Europa-Institut. Ein bisschen lauter, bitte. Eine eher allgemeine Bemerkung zu der Europadiskussion, auch im größeren Zusammenhang. Ich bin immer wieder überrascht über die obsessive Konzentration der Europa-Diskussion und ihre Konzentration auf die Euro-Krise. Beide Redner, danke für ihre Beiträge, haben gesagt, ich glaube, unser spanischer Freund hat gesagt, der Euro ist sozusagen die Euro, die steht für die Identität Europas. Dazu müsste ich sagen, oje. Madame Berger hat gleichfalls gesagt, der Euro muss gerettet werden und wenn der Euro nicht gerettet wird, dann, um mit Frau Merkel zu reden, mit Verlaub gesagt, if the Euro fails, Europe fails. Das hat sicherlich dieser Ausdruck taktische Bedeutung gehabt. Ich weiß nicht, ob das eine strategische Aussage sein kann. Aber immerhin, jetzt um die Diskussion etwas balancierter zu machen. Der Euro ist nicht das europäische Projekt allein. Und wir vergessen darüber die ganze Zeit, dass die eigentliche Errungenschaft ist durchaus der schnöde gemeinsame Markt. Der schnöde gemeinsame Markt ist nicht nur ein Marktkonzept, sondern es ist ja schließlich ein Konzept mit gesellschaftspolitischen Folgen, der gesellschaftspolitischen Verflechtung mit den vier Freiheiten und so weiter. Und der gemeinsame Markt bedarf nicht notwendigerweise einer gemeinsamen Währung, was wir ja jeden Tag erleben, denn wir haben ja nur einen Teil der Mitgliedsländer im Euroraum. Okay. Ich wollte nur jetzt hinweisen, um die Diskussion etwas balancierter zu machen. Ich weiß um die Bedeutung des Euros, man kann ihm nicht einfach heute fallen lassen, das ist alles ganz klar. Aber bitte die Diskussion und den Blick auf Europa, der soll nicht allein konzentriert sein auf die Frage des Euro. Gut, vielen Dank. Gehen Sie in die Mitte oder kriegen Sie ein Mikrofon? David Schaar, hallo, ist das an? David Schaar von der Freien Universität Berlin. Ihre Vorschläge sind ja vor allem in Richtung, dass wir jetzt eine fiskalische Union brauchen, dass wir Eurobonds brauchen. Das ist aus meiner Warte jetzt nicht besonders visionär, aber ich würde sicher Ihnen zustimmen, dass es sehr notwendig ist. Die Frage ist allerdings, gerade wo wir jetzt in Deutschland sind, Sie sitzen hier vor einem Raum, der wahrscheinlich überdurchschnittlich gefüllt ist von Leuten, die Ihnen zustimmen würden. Aber das ist sicher nicht eine repräsentative Auswahl der Deutschen. Und momentan sieht es natürlich einfach so aus, dass dieses Land der Haupthinderungsgrund ist, warum wir dies nicht bekommen. Grund ist, dass die Meinung in Deutschland vorherrscht, eine Fiskalunion ist dazu da, um Deutschland auszubeuten. Die anderen wollen gerne viele Schulden machen und haben sowieso gesündigt und sollten dafür bestraft werden, anstatt dass sie jetzt in den Genuss der deutschen Steuergelder kommen. Dieser Blick ist sicherlich falsch, aber ich frage mich, wenn Sie jetzt die Eurobonds wollen, was glauben Sie, können Sie auch aus dem Ausland dazu beitragen, um diese Debatte in eine etwas vernünftigere und sinnvollere Richtung zu lenken? Okay, vielen Dank. Noch eine letzte Wortmeldung. Ich bin Praktiker
Und ich frage mich, haben Sie auch einen Namen? Wer mein Name? Eigentlich muss man in Europa die Schuldenangst lösen und das ist das größte Problem meines Erachtens nach. Deswegen, und da Sie sagten, es tendiert alles ins Ökonomische, gehen wir dieser ökonomischen Logik nach. Eine Schuld ist erst dann eine Schuld, finanzielle Schuld, wenn es dazu einen Titel gibt. Also ein verrechnetes Papier. Ein verrechnetes Papier ist in den jeweiligen nationalen Bereichen erstellt worden. Kein Mensch will mir erklären, dass die Nationen einzeln ihre Titel, die sie alle verwalten, herausgeben für die allgemeinen anderen europäischen Länder. Das wird nie passieren. Fazit, die Menschen bleiben weiterhin in ihren Sorgen und Nöten. Was muss also passieren, wenn Europa wirklich wirken will? Europa muss darauf wirken, dass jedes europäische Land nichts weiter als eine Treuhandgesellschaft errichtet, wo jede Treuhandgesellschaft in den jeweiligen Sprache, in den jeweiligen nationalen Ökonomien die Schuldproblematik zu lösen hat. Punkt. Ganz einfach. Und die Problematik dabei ist jetzt aber, und nicht ständig bitte die Theorie hochsagen, ja, wir könnten hier wirtschaftlich neue Quellen sprudeln lassen, damit man die Schulden abzahlen kann. Dazu ist schon viel zu viel schlimmes, böses Blut geflossen. Es gibt aber einen Weg. Man muss nämlich nichts weiter als das Geschäft, woraus die Schulden entstanden sind, nochmal auf Herz und Nieren prüfen, nämlich auf Seriosität. Ist dieses Geschäft seriös zustande gekommen? Man muss Geschäfte wieder lernen, rückabzuwickeln. Und dann werden wir was Interessantes feststellen. Nämlich dann werden wir die Abzocker in diesem Europa alle entlarven. Davor hat man nämlich in Wirklichkeit Angst. Und denjenigen, die ungerechtfertigt in Schulden geraten sind, schaffen wir wirklich Perspektive und Hoffnung zu bereiten. Und die ist pragmatisch, die ist umsetzbar. Und da kann Europa wirklich was zumachen. Gut, vielen Dank. Das war jetzt der Vorschlag, dass man die Gläubiger haftbar macht für die Schulden. Vielleicht können Sie darauf auch noch kurz eingehen. Who will start? José. Ich meine, man könnte das auch übersetzen in die Forderung nach einem Schuldenschnitt. Ist das noch überhaupt in der Debatte oder haben wir das jetzt alle beerdigt nach den ersten Erfahrungen mit Griechenland? Well, I mean, on this discussion about deficits and debts, let me remind you that in 2007, Spain's debt to GDP was lower than Germany's. Yeah. It stood at 37%, and the budgetary position of the Spanish government was in surplus at 1.9, also larger than in Germany. So, of course, you would say, so what? Yes, so what? This is exactly the problem. This is what got us here. We had an incomplete economic union in which no matter how sound your public finances were, even if you were having budgetary surplus and very low levels of public debt, you know, you were not controlling the structural imbalances that were going outside public finances. Now you can sanction states and you can impose more conditionality and you can do all these things in order to make public finances sustainable. But when you go back and you impose the rules of the fiscal compact into past behavior of the Spanish government, you obtain the same result. We would have fulfilled the fiscal compact all through the period, right? So let's look somewhere else. And this is not necessarily a blame game of debtors should be brought in and so on. Let's not get into a default solution because this would harm everybody and so on. But let us recognize that all these imbalances were created because of a system that did not systematically watch and supervise those imbalances, and that they paid both sides and they have damaged both sides. The result today, and somebody said something about the internal market as the common ground of the European Union, is that the internal market is not working anymore. That Santander, which is one of the largest banks in the world, first quality in terms of all the ratings, has only 10% of its revenue in Spain. It's not a Spanish bank. It does not even anymore have a division for Spain. It's just a department for Spain. Only 10% of its revenue is made in Spain. Yet it finances itself at 6% because it is in Spain. Whereas the bank across the border in France or across the border in Germany is not facing those conditions. What are markets telling you here?
Like they don't trust that Spain will be a member of the euro, not that they don't trust the finances of that bank, whatever. So that we are beyond the point in which the common market works. We didn't achieve financial integration. There are 8,000 or 6,000 banks in Europe. You cannot buy one. There's not a website in which you can access, you know, and buy yourself a bank because the markets are closed. And so. Of course, there are many things you can do, but still, this is the case that we cannot continue without the euro. We cannot continue within the euro under these circumstances. So I think Soros very provocatively put it some weeks ago, lead or leave. You know, it's very legitimate that some people want to leave the union or the euro. The European Union is not a prison of peoples like the Soviet Union. It's a legitimate political project. But the trap in which we are all now, that we don't move forward, we don't move backward, the benefits are not there and the costs are insurmountable, I don't think it's good for anybody. We've seen this discourse on net debt contributors and net debtors in the budget, in the European budget for so many years. Guess what? Now we have them also inside Spain. You know, it's a virus, this discourse about a net contributor. You know, I tell you what, I'm a net contributor to the Spanish budget. Fortunately, I'm a net contributor, but I cannot seek independence from Spain because I pay more than I receive in return. This is what Romney said in the campaign. 47% of the US population don't pay taxes. You know, let's get rid of them or what? I mean, societies work this way, by transfers. If you don't feel, or some people feel, that they are not part of a European society, and therefore, this is a very legitimate feeling, then, of course, you won't accept. Is there such a thing like a European society? If you don't feel that there are minimum levels of commonalities and bonds, historical, I tried to explain this in my contribution. It's there. I'll try to explain in my tale. We are still united by the past. We are still united by the rules. We are still united by the vision of the future. If this is not for you, that's fine. You know, I don't think that can be imposed on anybody, either whether marriage, family, whatever sort of bonds. But there has to be a minimum degree of solidarity for a union to work, provided, of course, that there is responsibility, accountability, and all those things. But if you start by saying solidarity, we should aim at a union of zero balances. Those who start by questioning the idea of solidarity. I think this is perfectly fine. You may not feel solidarian with lots of but people. Not even Madame Merkel did that. No, but I mean, those who say, let's leave the euro, this is too expensive, there will never be a balance with which, a fiscal balance which will you will be equaling and zeroing everything. This is impossible. Something will always be in imbalance, whether it's trade deficit or transfers, whatever. Mm. You have to look at the system, and at the end of the year, if you're happy with it, then you stay. If you're not happy, you leave. The United States has been running, you know, the world for 50 years after the Second World War with a huge deficit. You know, nobody forced them to leave the world, but they understood that they had to have a deficit, right? So I insist, this is voluntary, this is a consensual union, and it requires some commonality and some cosmopolitan views to be in. If you don't have them, yeah, just tell us, let us know. I completely agree with what you said. And by the way, it is, unfortunately, the main answer that I can imagine to the key question that you have raised. What can we give to Germany right now in order to go toward this mutualization idea? The truth is that we cannot give anything. The truth is very easy. Germany has no benefit to get from that. I'm sorry to use this term, but it has been said more diplomatically, but Germany has no direct benefit to get that. Germany has a political decision to take. It's not at all the same. And this political decision is, do we want to go forward more integration, more union, and it costs to some and it's a benefit to others? That's the truth of the union. Or do we go back towards the
the market union, the common market. I believe myself that also that the common market is not working anymore. But anyway, it's I would say common market is the past of the European Union construction. We have done it, okay? Do we stop or do we go on towards something more ambitious, towards something which is more sure for the future, or do we stop in this history? We can decide to stop. We can decide to stop. I would say European Union, if it is only a common market, is like the North America market. I'm sorry. that's all. And it's somewhere where we can buy and sell. And, well, that's it. Or do we want more? Do we want more from a political point of view, from a social point of view, and from, of course, an historical point of view? I really believe there is a possibility, and you have said it in your introduction, to go very fast right now. Due to the crisis, there is a dramatic situation where an acceleration of the process is open, is available. But do we want to do this or not? And clearly, one question is given to Germany, which is not the country where the situation is the more difficult right now. Ja, man könnte es ja auch so formulieren, dass es nicht eine Frage des Altruismus ist für Deutschland, ob es bereit ist, mehr zu investieren in europäischen Zusammenhalt, sondern eine Frage des aufgeklärten Eigeninteresses. Aber dennoch bleibt natürlich, wenn es dann ums Kleingedruckte geht, dass ein Aushandlungsprozess über die wechselseitigen Verpflichtungen, die mit einem solchen Prozess verbunden sind. Weil das ist klar, in der Bundesrepublik und in den anderen solventen Ländern wird die Bereitschaft, einen solchen Schritt zu machen, zu mehr europäischer Solidarität, zu mehr gegenseitiger Haftung, auch zu mehr Transferzahlungen in der Europäischen Union, davon abhängen, dass das nicht als ein Fass ohne Boden empfunden wird. Alles andere wäre naiv zu glauben. You know, I fully agree, and this is why I say we should move the debate on austerity and conditionality forward, because we all understand that austerity, conditionality are necessary conditions, but they are not sufficient to keep the union together. Ja, darum ist es auch so wichtig, also die Frage nach einer ökonomischen Vision, ja, dass die Debatte nicht nur geführt wird als eine Diskussion um die Verteilung von Lasten. Das dominiert ja gegenwärtig. Sozusagen, wer bezahlt die Krise? Wer trägt die Lasten der Krise sowohl zwischen den Staaten wie innerhalb der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen? Gibt ja auch noch eine innenpolitische Debatte über Vermögenssteuern und die Frage, wie weit die Wohlhabenden einen stärkeren Anteil an den Krisenlasten aufbringen müssen. Aber was im Grunde fehlt, ist ja ein ökonomisches Projekt, das so etwa wie Zutrauen und Hoffnung stiftet, dass Europa wieder aus dieser ökonomischen Misere herausfinden kann. Und das Projekt, was wir auch im Rahmen dieser Tagung gerne diskutieren wollen, ist, ob man nicht zurückkommen muss auf diese Idee eines European Green New Deal, also einer großen Forschungs-, Entwicklung- und Investitionsoffensive, die Europa zum Vorreiter macht, global für erneuerbare Energien, für Ressourceneffizienz, für umweltfreundliche Technologien, also für die Ökonomie des 21. Jahrhunderts. That's it. Yeah, no. For example, in the case of Spain, it is quite obvious that the goal of EU membership, mobilize domestic and structural reforms all throughout the transition to democracy. Yeah. Massive reforms were introduced. Then again, to become members of the euro and to join monetary union, economic and monetary union, massive domestic reforms were introduced. Very similar in many lines, you know, pensions freeze, public servants freeze. People accepted that. Yeah. They accepted all the sacrifices to become members of the European Union and to join the euro. Why is it that they resist these sacrifices? Because they don't see the direction. They don't see where these sacrifices will lead them to. You know, what is it that they would, where they would be ending?
So this is what I think we have to provide with a sense of purpose and vision in which people say, understand that sacrifices are a means to an end, not just an end in themselves, or they are able to correct those policies. I remember Spanish negotiators giving Turkish accession negotiators the following advice during the Spanish presidency of the European Union. Don't do these reforms to please me. Do these reforms because they're good for you. Yeah. And this was the Spanish experience, and I think many other countries. But you cannot ask people to do reforms they don't think they're good for them. Only when they think they're good for them, they will embark on those reforms and they will work. And that requires a common vision and a common project. Ich würde gerne ganz zum Schluss noch einen zusätzlichen Aspekt in die Diskussion bringen und Sie dazu befragen. Und das ist das Verhältnis, das Spannungsverhältnis zwischen Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union. Ich habe zu Beginn davon gesprochen, dass wir es für einen großen Fehler halten würden, wenn die Europäische Union sich jetzt abschließt und sich ausschließlich auf ihre innere Konsolidierung konzentriert und diejenigen abschreibt, die nicht dazugehören. Das ist ja selbst im Verhältnis zwischen Europäischer Währungsunion und Europäischer Union ein Problem. Die Währungsunion, die jetzt total im Zentrum steht und wo es, wenn man über vertiefte Integration spricht, dann bezieht sich das vor allem auf die Währungsunion. Das sind aber nur 17 von 28. Aber was ist mit dem Rest? Ja, was ist mit den mittelosteuropäischen oder südosteuropäischen und osteuropäischen Staaten, die noch nicht dazugehören und die gegenwärtig eher in einer autoritären Regression sind? Was für ein Angebot haben wir und wie müsste eine Europäische Union konstruiert sein, die offen ist für neue Mitglieder? Ja, also wie kann man diese Kombination schaffen zwischen Vertiefung und Offenheit für Erweiterung? Läuft das nicht darauf hinaus, dass wir eine stärkere Binnendifferenzierung in der europäischen Gemeinschaft brauchen, ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten? What's your idea on that? That's really a hard question. I think that you are tackling two points. First, is it possible to imagine a third solution, which is more than European Union, but less than European Monetary Union? No one has, at that stage, managed to imagine something like this, due to the fact, and that's another way to answer to react to your commentary. I have no other idea than something as simple, as symbolic as a money in order to go towards more integration. I'm not sure that there is, I would say, a half step between European Union and the European Monetary Union. I have no idea, and I'm not sure that there is a half step. I think we have done through the euro the only step which was possible in order to go towards more integration. But maybe I'm wrong. Anyway, you are raising a second issue, which is the demography of European Union. Because the key difference between the countries which are inside the European Union and the countries which are inside the European Monetary Union and the countries which are in the European Union and the countries who want to go in the European Union, and I'm speaking clearly about Turkey, the difference is mainly a demographic difference. That is, are we able to reflect about Europe also in, I would say, in the view of the fact that not in 10 years, but in 20 years, in 30, in 40 years, the big countries right now will not be so big compared to other countries in the European Union due to demography evolution? I'm speaking of France, Germany, Italy, Spain, and maybe UK. I think I really believe that we need to discuss about European Union in the long-term view, and the key issue in the long-term view is the demographic one. What is European Union from a demographic point of view in 2050, 2060, knowing that, I would say, the
the heart of the power of the European Union and European history would move due to this evolution of demography. I'm ready, it's a very personal option, I'm ready to face that. I'm ready to say that European Union in 50, 60 years will be where the, will be, let's say, lead by the countries where the population are the youngest. I really believe that. But I must say that from a political point of view, and especially in France, it's not at all a consensus view of European Union future. Well, I mean, the issue of, I mean, the sheer complexity of the territorial dimension and the membership dimension forces, I think, to accept that there always be different speeds in European integration. We can live with that. It's difficult. It has to be managed. So far, we have reasonably managed to do that. But, and I think this is one of the problems of the current situation, I would like to make the difference between a two-speed Europe and a two-Europe's Europe. It's a complete different thing. And what we are seeing, there are some underlying trends which will lead to the split of Europe in two. If a Europe divided in two, in which you don't have dynamic relations, in which one can jump from one group to the other depending on merit and with very clear rules. It has to be, you can have a core, you can have a very integrated core, but it has to be non-discriminatory and have a set of rules others can eventually fulfill. Yeah, this is difficult to manage. Of course, it's easier to say, I stop here and I reject everybody else. But that would create enormous tensions, which will also expand geopolitically and have geopolitical consequences, because we are all also bound by security, solidarity clauses and agreements, which will be very difficult to maintain if you just say a definitive no and you close the gates. Everybody behind the gates are the barbarians and those who will not be accepted. So if you're not able to keep that in mind, then there will be a lot of problems. And I'm also curious to see, with this movement towards more political integration, what will be the consequences for foreign policy. We know that one of the assets of having the UK, which for other reasons can be a terrible pain in the European Union, is to have a consistent and solid foreign policy actor which is committed to liberal international values and so on. It will be a great loss, yeah, to lose that role of the UK. They were beginning to come on board together with France to share military capabilities, to understand that austerity is also a good opportunity. It's an historical event to have British troops embark on the Charles de Gaulle. And I don't mean this as an insult to Switzerland, but will a political union with a very strong core, because we know that France and Germany do not necessarily share the same visions of the world about, and also foreign policy, will that be a very paradoxical union, very tightly integrated politically, but without a common foreign policy, because the view of Germany is mostly economic when it comes to geo-economic, but the view of France is not necessarily the same. It's a more power-based situation. So would France and Germany be able to agree also on exchanging that sort of foreign policies to turn that eventual political union into a relevant world actor, or we would just have to be happy Swiss without a very large world role? And this is I don't know whether this is a threat. Some people may think it's desirable or not, but it's a real possibility that we will end up with something we never expected, strong federation without foreign policy. Jetzt könnten wir natürlich noch eine Debatte anfangen, ob Vergemeinschaftung der Sicherheitspolitik bedeutet, dass Frankreich seine Atomwaffen europäisiert oder ob sie auf diesem Weg dann abgeschafft werden sollten. I do hope that the next step of everyone has to put something on the table of the European Union. I do hope that France will put on the table its
let's say, a tradition of defense policy to the common basket. But that's clearly a hard thing from a political point of view. But I really wish that will be the next step for France. And would that also apply to the French seat in the Security Council? That goes together. There, I mean, either we believe that European Union means something from a diplomatic and defense point of view, and so well, it's a package, or we cannot agree on the main, main line of diplomatic position, and then of course no solution is possible. But my personal wish is that we agree on a common lines, and so we can send someone which is a European Union representative to the United Nations. Mm-hmm. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir sagen, mit diesem Gespräch die Funktion einer Eingangsdebatte einigermaßen erfüllt haben, nämlich einen großen Horizont aufzumachen von Themen und von Fragen, die im Verlauf der Tagung jetzt vertieft werden können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren beiden Gästen hier auf dem Podium. Entlasse Sie jetzt in die erste Pause. Und wir sehen uns wieder um 18 Uhr zu einer, ich glaube, etwas kontroverseren Debatte über Wege aus der Eurokrise. Vielen Dank.